Wie plane ich eine Mission? Mobile, Web. Nachdem du dich mit deinem DPH-Login eingeloggt hast, klicke auf den goldenen Drones per Hour-Button unten oder auf die Drohne in der Mitte des Bildschirms. Nun siehst du die Kartenansicht und kannst mit der Planung deiner Mission beginnen. In der Web-App erscheint direkt nach dem Login die Kartenansicht. Nun kannst du oben links in der Ecke der Karte entweder den Stift für eine individuelle Routenzeichnung oder mit dem Plus eine vorprogrammierte Flugvorlage auswählen. Für die individuelle Routenplanung, also wenn du den Stift ausgewählt hast, zeichnest du mit deinem Finger oder der Maus einfach über den Bildschirm, um die gewünschte Route zu setzen. Alternativ kannst du auch Punkte auf den Bildschirm tippen oder klicken, die dann automatisch geradlinig verbunden werden. Wenn dir die Route gefällt, klicke auf den Haken, der oben links erschienen ist, und die App setzt automatisch die erforderlichen Waypoints entlang der Flugroute. Wenn du eine oder mehrere der vorprogrammierten Flugvorlagen verwenden möchtest, klicke oben links auf der Karte das Plus. Es erscheinen, je nachdem mit welcher Lizenz du eingeloggt bist, unterschiedliche Flugvorlagen in verschiedenen Kategorien. Diese werden durch einfaches Klicken automatisch auf der Karte platziert und können in zahlreichen Parametern individuell angepasst werden. Ab dem Professional Plan hast du außerdem die Option, mehrere Flugvorlagen in einer Mission aneinander zu reihen und hintereinander abzufliegen. Multi-Mission. Nachdem du die Flugroute erfolgreich platziert hast, erscheint das Menü, in dem du die einzelnen Wegpunkte sowohl individuell als auch mehrere oder sogar alle gleichzeitig in verschiedensten Parametern verändern und durch Klicken und Halten verschieben kannst. Dabei kannst du die Waypoints entsprechend deiner Vorstellung verändern, aber auch weitere Waypoints hinzufügen oder welche löschen. Im Reiter Missions Menü kannst du die Einstellungen wie zum Beispiel Geschwindigkeit der ganzen Mission verändern. Wir empfehlen, die Geschwindigkeit beim ersten Flug der Mission auf 1 Meter pro Sekunde zu belassen, um so schnell eingreifen zu können. Wenn du mit der Mission zufrieden bist, drücke nun 3 Sekunden auf Go und die Drohne startet deine Mission. One-Click-Drone, Your Flight App. Schnell, clever, einfach.